Willkommen zu einem weiteren Video zum magnetischen Feld. Jetzt geht es um die magnetischen Feldgrößen innerhalb und außerhalb von Materie. Jetzt wollen wir uns noch einmal klar machen, wie also die Verläufe dieser Feldgrößen aussehen. Und beginnen werden wir wieder mit einem sehr einfachen Fall. Das heißt, wir haben also wieder eine Luftspule, also ein Röhren- oder einen viereckigen Spulenkörper bestehend aus Kunststoff oder Holz. Und auf diesen Körper wickeln wir entsprechende Lagen aus Kupfer rauf, und zwar hier eine Lage. Wir erzeugen also eine Spule. Dann stellen wir uns vor, dass die Spule mit Strom geschickt wird, und zwar, dass auf der linken Seite der Strom uns entgegenkommt und auf der rechten Seite die Ströme in die Bildebene eintauchen. So, und dementsprechend können wir jetzt ein Magnetfeld zeichnen, das also so aussieht, aus geschlossenen Feldlinien bestehend. So. Wir können also hier B dazu schreiben. Und wenn wir das H ermitteln wollen, dann haben wir hier überall Luft oder Vakuum. Das ist ziemlich einfach. Wir können also ein H-Feld ermitteln, machen wir hier eine andere Farbe, in jedem einzelnen Punkt. Das heißt, wenn wir hier ein H-Feld ermitteln wollen, dann nehmen wir besser die hier, wenn wir hier ein H-Feld ermitteln wollen, na, dann brauchen wir eigentlich nur eines tun. Das H, machen wir hier einen H-Vektor, so, das H in diesem Fall, und zwar vektorell geschrieben, ist ja nichts anderes als das B durch unsere magnetische Feldkonstante μ0. Und damit können wir ein H-Feld zeichnen, das eben einen anderen Betrag hat, natürlich eine andere physikalische Größe darstellt, aber im Wesentlichen der Feldverlauf folgt. Also das H-Feld ist also hier im gesamten Bereich, wenn wir es also andeuten wollen, um eine Linie so weiter, hat also diesen Verlauf. Und wir haben also zwei Felder zugeordnet. Es gibt kein M-Feld, weil wir haben ja keine Materie hier drin, das heißt das M, das ist natürlich 0, kann nicht sein, weil wir haben ja keine magnetisierbare Materie. So, und jetzt machen wir eines, jetzt fügen wir in diese Spule, genauso wie sie vorher war, mit dem gleichen Windungszahl, mit der gleichen Anordnung der Ströme, fügen wir magnetisierbare Materie ein, und zwar für uns speziell interessant ferromagnetische Materie, das heißt also, es ist Eisen im Wesentlichen. So, Eisen. Und jetzt wissen wir schon aus dem Vorhergesagten, dass sich das Feld verstärken wird, das heißt also, wir haben also hier jetzt unser Eisen eingefügt, das ist unser Fe. Und jetzt merken wir nach außen hin, dass das Feld viel stärker geworden ist. Das heißt, wir haben also viel engere Feldlinien. Geht weg. Auf dieser Seite ist genau das Gleiche. So, das heißt, wir haben also jetzt, wie wir es bereits vorher genannt haben, hier haben wir also ein B-Luft und hier haben wir jetzt ein B-Gesamt. So, und jetzt wissen wir, dass in diesem Teil hier, und zwar zeichnen wir jetzt also praktisch dieses Bild extra heraus, diese Materie, dass in dieser Materie eine zusätzliche Magnetisierung entstanden ist. Das heißt also, wir haben hier einen Magnetisierungsvektor M. Und dieser Magnetisierungsvektor M, der unterstützt jetzt das Magnetfeld in diesem Teil. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, naja, wie sieht es jetzt eigentlich mit dem H-Feld aus? Na, wir haben ein H außen. Das H außen, das ist hier in dem Punkt. Ja, H außen.
H-Gesamt, ne? Wenn wir es B-Gesamt nennen, nennen wir es auch H-Gesamt. Na, das ist ja nichts anderes als dieses B-Gesamt, was hier außen sitzt, durch μ0. Das heißt, der Außenfeldverlauf entspricht dem Feld der Flussdichte. Das ist kein Unterschied. Das einzige, die Dimensionen sind unterschiedlich. Aber was passiert jetzt hier innen? Und das schauen wir uns jetzt hier am besten noch an. Wenn wir das jetzt noch extra aufzeichnen, nehmen also wieder den Materieblock hierher. So. So, gehen wir mal davon aus, dass wir hier das B-Gesamt, und wie gesagt, ergibt sich aus einem B-Luft, das ist das, was wir vorher haben, plus einem B-Materie. Das ist die verstärkende Wirkung. Und wenn wir das in Gleichung anschreiben, können wir ja sagen, okay, unser B-Gesamt ist also gleich unser μ0 mal unsere magnetische Feldstärke H, die wir durch die Ströme in den Wicklungen aufbauen, plus unserer Magnetisierung M, das ist die Größe, die durch das Material bereitgestellt wird. So, jetzt kennen wir bereits unser M. So, also hier nur in diesem Teil aufgezeichnet, M. Wir kennen unser B-Gesamt. Das B-Gesamt muss ja durch das Gesamte durchgehen, wie wir wissen, durch die Leitungsströme können wir das Ganze ja gut darstellen. Das heißt, wir haben also hier sehr enge Feldlinien. Ich zeichne es nur hier auf einer Seite. So. Wir haben also hier unser B-Gesamt. So. Die Frage ist jetzt, was ist mit H? Na, wenn wir die Gleichung hier umstellen, dann können wir Folgendes feststellen, dass wir hier anschreiben können, H ergibt sich aus B-Gesamt durch μ0. So, jetzt haben wir das hier runtergebracht und dann minus m. Das ist m auf die andere Seite. So, was bedeutet das physikalisch? Dann schauen wir es uns einmal an. Hier haben wir einen Vektor. In diesem Punkt B-Gesamt. In diesem Punkt, so. Wenn wir das Ganze jetzt hier durch μ0 dividieren, dann wird der Vektor eben entsprechend sich verändern. Und jetzt passiert Folgendes, die Magnetisierung M, die ich zuerst in diese Richtung gezeigt habe, wird dann negativ genommen. Das heißt, wir haben eine Magnetisierung M in diese Richtung, also minus M. So, zeigt man in diese Richtung. So, und dieses minus m, das wir jetzt hier haben, führt, wenn wir diese beiden Vektoren hier subtrahieren, zu einem h, das in die andere Richtung zeigt. Also das ist das h hier drin, in der Materie, drin ist das h. So, und damit haben wir jetzt die drei Felder festgestellt, die wir brauchen. Also b verläuft die von außen sichtbar, auch durch den gesamten Teil. M unterstützt das Ganze und H geht in die Gegenrichtung. Das heißt, für H haben wir eigentlich jetzt zwei, bei Materie also zwei verschiedene Feldverläufe. Wir haben einen Feldverlauf, wenn wir also jetzt hier nur das H-Feld uns nochmal anschauen. Wir wissen also, wo die Feldlinien austreten, ist der Nordpol, wo sie eintreten, ist der Südpol. Und das H, das wir jetzt in der Materie drin haben, das H, das wird also in diese Richtung zeigen. So. Und wird schwach sein. Weil es ja aus der Subtraktion entsteht. Und das H außerhalb, na, das wird stark sein. Das heißt, das H hat keine geschlossenen Feldlinien. Das ist ein ganz anderer Feldtyp als das B. Sie sind aufgeteilt in zwei Teilfelder, in einem inneren Feld, dann in der Materie und in einem äußeren Feld. Deswegen, wenn wir das H außen kennen, heißt das nicht, dass wir das H innen kennen. Das heißt, also da müssen wir aufpassen, während wenn wir das B kennen, B außen kennen, kennen wir das B innen genauso.
Das ist für die weitere Berechnung wichtig. So, das heißt, H geht also immer vom Nord- zum Südpol. Wenn wir hier einen Nordpol haben, geht es jetzt hier runter zum Südpol und außen ebenfalls von Nord- zum Südpol. So, gut. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also wir wollen uns jetzt mit den Feldern innerhalb der und außerhalb von Materie beschäftigen. Aus dem zuvor Gesagten nehmen wir eine Luftspule her, setzen die Luftspule unter Strom, damit baut sich eine Flussdichte auf. Wir können also hier drin überall die Flussdichte messen, innen und außen. Und dadurch, dass wir Luft haben, erhalten wir das H-Feld, indem wir einfach B durch μ0 dividieren. Und wir haben also vom Feldverlauf her keine Unterschiede. Die Magnetisierung in dem Fall ist 0, weil wir ja keine Materie haben, die uns beiträgt. Jetzt schieben wir magnetisierbare Materie mit einem μ hinein. Nach außen wird das Feld viel stärker. Wir könnten also ein Außenfeld berechnen für H, indem wir das Außenfeld, dieses Gesamtfeld durch μ0 dividieren. Innen haben wir eine Magnetisierung aufgebaut durch dieses Außenfeld, in dem teilweise die weichen Bezirke in eine Richtung gedrängt wurden. Und wenn wir jetzt das Gesamtfeld anschauen, das hier entsteht, und zwar die gesamte Flussdichte, also das hier die Induktion, die Flussdichte, so können wir die Summe bilden aus dem vorher aufgebauten Feld ohne Materie und aus dem Feld mit Materie. Und wenn wir das jetzt noch zerlegen, kommen wir also auf unsere Gleichung μ0 mal A. Das H stammt also von den Leitungsströmen, deswegen wurde das früher auch Erregung genannt, also das ist die Feldgröße, die von den Strömen in der Wicklung erregt wird, und der Magnetisierung, die von der Materie herkommt. Und wenn wir uns jetzt noch interessieren, na, wie sieht jetzt eigentlich der A-Vektor gesamt aus, wenn wir mit Materie drin haben, dann brauchen wir diese Gleichung nur umstellen. B gesamt wird sich nicht verändern. Wir haben also die gleiche, innen und außen die gleichen Feldverläufe, geschlossene Feldlinien. M ist aufgebaut und unterstützt. Aber wenn wir jetzt H anschauen, so wird das H im Inneren in die Gegenrichtung zeigen. Und wenn wir das jetzt hier nochmal anschauen, haben wir also ein H innen, das von Nordpol zum Südpol zeigt, und ein H außen, das von Nordpol zum Südpol zeigt. Das heißt, H hat keine geschlossenen Feldlinien, sondern H hat unterschiedliche Feldstärken und die Feldlinien entspringen am Nordpol und verschwinden am Südpol. Das heißt, wir haben ein Quellenfeld für H und ein Wirbelfeld für B und ein Quellenfeld für M. Soweit zu diesen Bildern noch einmal die Verdeutlichung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.